Hi, heute zeige ich euch meine Favoriten aus dem Oktober. Diesen habe ich auch ein bisschen früher drin, auch wenn es schon November ist, aber besser als letztes Mal. Ich fange an mit dem Syos 10-in-1 Essential Wonder Wunderkur. Das ist für stark bis extrem geschädigtes Haar. Und ich muss sagen, eigentlich finde ich Syos nicht so gut, aber das war jetzt in der Pinkbox oder Glossybox drin, ich bin mir gar nicht sicher. Und ich habe es einfach mal ausprobiert und es riecht wirklich richtig gut, finde ich. Das ist für mich so das Beste an dem Kur-Zeugs. Das riecht wirklich so, ja, wie soll ich das, ein bisschen nach Pfirsich, würde ich sagen. Und das gefällt mir jetzt sehr gut. Auch gut finde ich, dass meine Haare dadurch so ein bisschen, ja, griffiger sind und dicker sind. Ich wende das halt nur in den Spitzen an, so hier unten und den Längen, weil ich glaube, sonst wäre es vielleicht ein bisschen zu schwer für meine Haare. Aber so an sich finde ich das sehr gut, dass das meine Haare so griffiger macht, schwerer macht. Und man kann dann auch ein bisschen besser so Frisuren machen, vor allem bei dünnen Haaren. Weiter geht es. Da habe ich euch letztes Mal schon die Maske von gezeigt. Das ist die Balea Beauty Effect 24 Stunden Pflege mit Hyaluronsäure. Ich hatte da erst die Maske von, weil die günstiger ist als die Tagescreme und habe das bisher als Tagescreme genutzt. Aber jetzt habe ich mir eben auch diese Creme genommen und die mal getestet, ob da vielleicht ein Unterschied ist. Und es ist wirklich ein Unterschied. Und zwar wird, ja, es ist einfach so ein bisschen leichter, als wenn man so jeden Morgen eine Maske aufträgt. Und deshalb werde ich die jetzt auch weiterhin verwenden. Dann von Art Deco eine Lidschattenbase. Ich hatte bisher irgendwie nie Glück bei Lidschattenbases, oder wie man das sagt. Für mich hat das irgendwie nie so funktioniert. Ich habe das dann drauf gemacht und trotzdem war es am Ende genauso wie vorher, dass man halt alles sich abgesetzt hat vom Lidschatten. Teilweise war es dann sogar schlimmer als ohne Lidschattenbase. Und die hier war jetzt so ein bisschen teurer. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel ich meine. 5, 6 Euro oder so? Oder ich kann mich auch total täuschen. Auf jeden Fall funktioniert die wirklich bei mir. Ich trage das halt nur ganz dünn auf. Umso dicker ich das mache, umso ja, mehr kommt es dann wieder, dass alles sich in den Falten absetzt. Also ganz dünn auftragen und dann funktioniert diese Lidschattenbase wirklich sehr gut. Dann auch etwas, was in einer Pinkbox drin war oder Glossybox, ich bin mir auch hier nicht sicher. Die kommen immer so schnell hintereinander, finde ich. Das ist von Luvos eine Heilerde-Maske. Und zwar diesmal eine Feuchtigkeitsmaske. Ich habe von Luvos sehr viele Heilerde-Produkte, die finde ich super, vor allem bei unreiner Haut. Und ja, das probiere ich dann gerne aus und diese Masken finde ich super von Luvos. Also die kann ich jedem empfehlen, der irgendwie so ein bisschen ja, picklige Haut hat oder Unreinheiten. Da finde ich diese Highlight wirklich gut bei. Und als letztes Produkt, das ist jetzt irgendwie schon so ein bisschen ramponiert, von Balea ein Cremeöl-Duschpeeling mit himmlischem Apfel- und Zimtduft. Ich mag Apfelduft sehr gerne, Zimt geht so, aber ich finde irgendwie riecht das sehr, sehr lecker. Es riecht so ein bisschen wie diese, ich weiß nicht, aber das kennt diese Big Red Kaugummis. Da stehe ich total drauf. Das riecht eben auch sehr, sehr lecker, sehr weihnachtlich, passend jetzt zur Zeit. Und ich finde, es riecht gar nicht so sehr nach Zimt. Es riecht mehr nach Apfel und so ein bisschen, ja, so eine würzige Note. Das finde ich sehr gut und es peelt auch ganz gut. Ist jetzt nicht so eine super mega Peel-Wirkung, aber ich denke, das bringt schon ein bisschen was, da so ein bisschen die Hautschüppchen ab. Gerubbelt werden und der Duft ist halt sehr, sehr lecker. Ja, das waren auch schon meine Oktoberfavoriten. Diesmal ging es eben, glaube ich, ein bisschen schneller. Ich habe das Gefühl, ich habe nur eine Minute gesprochen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch so ein bisschen zeigen, was diesen Monat bei mir ja, sehr beliebt war an Produkten und vielleicht schaut euch das auch einfach mal an. Dann bis zum nächsten Mal.